So, und jetzt aufpassen. Ich mache jetzt schön einen nach dem anderen. Jeder Klick muss sitzen. So. Das. Das. So. So. Den. Ne? Mache ich lieber langsam. Und klicke nur dann, wenn ich auch immer den richtigen im Visier habe, damit ich nicht aus Versehen irgendwie so wie eben gerade was wegmache, was nicht weg soll. So. Weil zum Beispiel, ich glaube, das war auch das Problem. Weil es durchgeragt ist, habe ich die Hitbox getroffen von dem Ding. Ne? Also ich habe zwar auf die Wand gezielt, aber die Hitbox hat rausgeragt, ohne dass ich es gesehen habe. Ich glaube, das war gerade das Problem. Wie auch immer. So, warte mal. Das Holz. Wie kriege ich denn das jetzt weg? Gar nicht, ne? Muss ich schon irgendwie... Wenn ich hier so jumpe, kriege ich es dann? Nee. Gut. So kriege ich's. Und so. Und die da kriege ich, glaube ich, wenn ich oben lang laufe. Hoffe ich einfach mal. Gibt hier noch was? Ja, hier liegt das Grausten. Das können wir jetzt nämlich verbauen. Und zwar bauen wir mal... Ja, die große habe ich überlegt, weil die spart am meisten Ressourcen. Oder? Eine hier und eine da. Zum Beispiel. Ah ne, daran kann ich nicht anbappen, ne? Doch kann ich. Sieht aber komisch aus, so, ne? Ja, nö. Da nehme ich lieber die. So. So. Den weg. So. Und hier einen halben. Mhm. Und dann das gleiche so. Ja, das ist natürlich jetzt ein Waste, aber was soll's. So. Und hier. Ja. Also das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus mit diesen Mustern. Das hat aber dann irgendwie auch was Kacheliges. Und anders geht's ja leider nicht. Würde ich so lassen. Bin ich ehrlich. So. Und so. Und jetzt mache ich mal hier ein bisschen Schnellformat. Also so. Oh, kein Grouse mehr. Ja, also wenn wir eins mehr als genug haben, dann das. Bin ich ehrlich. Stimmt, das beklage ich mich darüber, dass wir Grouse verschwenden. So viel wie wir haben. Dann mache ich mal oben. Unten eins, unten zwei. So dran. So dran. Dann hier Platz zwischenlassen und so dran. Die halben mache ich gleich. Jeweils in die Lücken. Und hier nochmal. Oh, Gott sei Dank sieht man dann auch das hier nicht. Ne? Also, dass das auch verdeckt wird. Das finde ich sehr gut. So. So. Platz lassen. Und hier dran. Dann hier oben. Da dran. Dann hier. Da Platz lassen und hier dran. Ne, damit das Muster immer gleichmäßig aussieht. Diese und diese Lücke wird gleich geschlossen. Und hier nochmal. Sehr gut. Dann haben wir zwar heute ein bisschen was gebaut, aber es sieht doch gar nicht... Also, ne, wir kommen ja recht gut voran. Ich habe tatsächlich auch wieder gedacht, dass es mehr Zeit frisst. Obwohl, wir sind jetzt schon bei 34. Das hat jetzt immerhin eine Folge gebraucht. Aber so ist das nun mal. So. Platz lassen und so. Nee, an den nicht. An den. Oh, Grouston. Gut. Wir brauchen wohl nur noch einen Stack. So sei es. Also nichts wie hinauf. Dann, wo haben wir es denn hier? Marmor. Ein Stack. Sollte genügen. Holz kann ich reinpacken. Und wieder hinunter. Dann können wir das mal eben fertig bauen. Hm. Hier fehlt ja nur noch der eine. So. Und dann die halben. Einen hier dran. Einen dagegen. Ja. Hier habe ich schon. Jo. Dann hier lang. Und hier gegen. Einen da. Halt.
Na, mach ich mal unten 2. Ne, unten 1 war's. Ah, shit, Auto ging auch. Na gut. Ich glaube, ich bleibe bei Auto und warte einfach, bis ich den richtigen angetargetet habe. Aber so geht's, ne? Ja. Drain. Dagegen. Und hiergegen. So. Sieht besser aus, oder? Oh ja, das sieht viel besser aus. Klar, es ist ein bisschen blank. Aber ich finde, das synergiert jetzt viel besser hierzu. Also es passt da voll gut rein. Und auch mit diesem verschnörkelten Holz. Das hat was. Oh, es ist Nacht geworden. Ja, dann würde ich sagen, dann schmeißen wir uns mal eine Pofe, wa? Aber erstmal sammle ich hier nochmal dieses Holz auf. So. Zack, 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 zack. Hör damit. Und rein damit. Und dann hier das restliche Grousten ebenfalls weg. Und dann haben wir das auch abgehakt. Sehr gut. Damit haben wir jetzt erstmal ordentlich was gebaut. Und das soll dann auch erstmal diesbezügliches gewesen sein. Ne? Fürs Erste. Mal gucken, was noch ansteht. Oder was ihr noch schreibt. Stimmt, die Schilder habe ich vergessen. Ja, das machen wir später. Erst einmal, gute Nacht. So, guten Morgen. Und da würde ich sagen, wir gehen nach unten. Und wir gehen mal ein bisschen auf Tour. Und zwar haben wir jetzt diverse Ressourcen verbraucht, die wir wieder auffüllen müssen. Einmal Yggdrasilholz Weichgewebe. Dafür müssen wir selbstverständlich in die Mistlands. Aber es steht auch an Thea. Und das ist leichter. Und deswegen machen wir das als Erstes. Ich würde sagen, wir rappen mal alles. Ach ja, die Axt. Das stand ja auch noch an. Da gab es viel Diskussion, ob die Axt jetzt besser ist oder nicht. Und manche meinten nein. Aber die meisten haben gesagt, doch, sie ist besser. Sie macht mehr Schaden an Bäumen. Ne, die andere Axt, die braucht, glaube ich, 4 Schläge und die nur 3. Also sind die Berserkir-Äxte doch auch besser zum Holzfällen. Das ist natürlich gut zu wissen. Aber die können wir noch nicht upgraden. Also können wir es auch noch nicht nachtesten. Ich vertraue aber einfach mal den Kommentaren. Und ich gehe auch stark davon aus, dass die besser sind, ne? Weil die machen ja auch mehr Schlitzenschaden. Und ja. Aber ich würde sagen, wir bereiten uns vor. Und zwar auf die Ebenen. Ich pack mal die Krone weg. Und ziehe lieber meine Kapuze an. Und aber ich habe auch das Gefühl, wir sind jetzt mittlerweile so strong, dass die Ebenen, also nicht ein Klacks werden, aber auf jeden Fall deutlich leichter sind. Aber erstmal müssen wir überhaupt gucken, wo wir hingehen. Ich habe ja vorsorglich und gründlich jede einzelne Teergrube eingetragen. Hier haben wir nur eine, da haben wir auch nur eine. Außerdem ist unser Portal hier unten. Hier hätten wir eine Teergrube direkt bei der Felderbase. Da ist aber auch nur eine. Ich würde dann gleich 2 mitnehmen vielleicht. Was haben wir denn hier? Ja, da ist unten der... Ne, wo war denn hier nochmal unser... Hier, Gebirgebase. Hier haben wir 2 Teergruben. Hier ist auch Teer. Hier, das ist außerdem noch das alte, ne? Oh, oh. Oh, nee, ne? Bitte sag nicht, der hat das jetzt... Hä, wieso hat er denn... Nein! Hier sind 3 Teergruben nebeneinander. Ja, das ist doch interessant. Da gehen wir doch hin. Hä, wieso war das gerade so doppelt? Das hat mich gewundert. Aber gut. Ja, hier. Würde ich sagen. Oder nehmen wir gleich alle 5 mit? Dann könnte ich ein Portal mitnehmen, ne? Aber wir haben gerade kein Reiseportal frei. Ich würde sagen, ja, das war Gebirgebase. Dann gehen wir mal rein und wir sammeln einfach. Oder sollte ich ein Portal mitnehmen? Ist besser, ne? Ich glaube, das ist besser. Dann können wir nämlich immer zwischenschmeißen. Edelholz. 40. So. Und so. Und dann die Augen. 20. Sudlingskerne. 4. So. Und außerdem eine Workbench. 10. Oh. So. Zack. Perfekt. Und let's go. Ne? Haben ja alles. Auf Max. Ausdauerfood könnte ich nochmal reinballern. Dann mache ich das auch.
Und wir gehen zur Gebirgebase. So, die gute alte Gebirgebase. Hier haben wir ja immer Hasen gejagt, das weiß ich noch. Als Hasenfleisch noch extrem wertvoll war. Stimmt. Krasser, wie lange wir schon zocken, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt, womit wir angefangen haben und wie OP wir jetzt sind. Schon echt eine Menge passiert in diesem LP, ne? Naja, gut, okay, es sind ja doch mittlerweile über 900 Folgen. Also natürlich ist eine Menge passiert. Hm, Moltebeeren. Kann ich eigentlich auch mitnehmen, ne? Warum nicht? Weil die verbrauchen wir ja auch hin und wieder für unsere Ausdauertränke. Ich glaube nur für die. Oder brauchten wir die auch für irgendein Food? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ah. Ja, nee, Loxi, du, ne? Kannst da mal schön vor dich hin loxen. So, wir laufen mal hier lang. Und vor allem fühle ich mich richtig strong mit unserem Stab der Wildnis. Das finde ich richtig geil. Aha. Und die habe ich natürlich überhaupt nicht vermisst. Komm mal schön her, mein Freund. Zwei sogar. Dreist. Im Doppelpack. Gut. Wo ist denn die Teergrube? Achso, da laufen wir gerade schon direkt drauf zu. Ja, komm, die 5 Teergruben bauen wir ab, oder? Dann haben wir nämlich erstmal wieder ordentlichst Teer auf Halde. Und wo wir gerade dabei sind, ne? Also ich bin echt ein Freund davon, wenn schon, denn schon, muss ich ehrlich sagen. Das mache ich tatsächlich auch im RL, wenn ich einkaufen gehe und dann Sachen kaufe, die sozusagen unendlich haltbar sind. Und, ne, zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, man sowas kauft wie Zucker, der gammelt ja nicht, ne, dann nicht immer nur, ach, wir brauchen Zucker, ich kaufe eine Packung, sondern dann kaufe ich gleich 3. Also, weil wir werden ja nicht für, also, wir werden ja mehr Zucker verbrauchen als nur eine Packung. Wisst ihr, was ich meine? Oh, hier sind wir ja schon da. Ich sollte mal ein bisschen konzentrierter sein. Aha, da werde ich schon direkt beballert. Komm mal ab, weil ich habe sie ja wohl hergelockt. Gut. Ja! Oh, mit einem Feuerball down. Wow! Den habe ich nicht gesehen. Das war's schon, ne? Wow, nein, war's nicht. Wo kommt der denn her? Von der anderen Seite? Von da kann er. Das war ja dreist. Stimmt, aber ich glaube, es waren auch immer 3 Blobs. Ich weiß nicht, ob es immer 3 Blobs sind. Aber ich glaube, jetzt ist Ruhe. Ja, dann buddeln wir mal. Und zwar von der niedrigsten Stelle. Ich buddel mal von hier so. Das ist nicht tief genug, ne? Ich glaube nicht, dass das gut genug abfließen wird. Ich mache einfach mal. Hier sieht man schon Teer. Mhm. So. Und hier lang. Ich könnte einen Ausdauertrank ballern. Lass ich aber mal bleiben. Für wenn Not am Mann ist. So, hier die Knochen weg. Brauchen wir nun wirklich nicht. So. So. Das hier weg. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube aber nicht. So. Und. Oh. Da haben wir die Spitzhacke weggepackt. Schwimmen die jetzt? Da. Das schwimmt oben. War das schon immer so? Keine Ahnung. So, nochmal. Dann hier durch. Hier hochgeteert. Und das hier auch nochmal weg. So. Und, ne, das meine ich. Das ist nicht tief genug. Ich gehe mal kurz nach da hinten. Na los. Aus diesem klebrigen Teer raus. Und das muss irgendwie hier hinten abfließen können. Dann gehe ich mal hier so hin und versuche das mal hier so. Keine Ahnung. Ich kann natürlich auch einfach eine Art Becken machen, wo das alles abfließen kann. Aber ich glaube, es ist deutlich effizienter, wenn wir es einfach in den Hügel fließen lassen. Also ins Tal, meine ich. So. So. Und noch ein. Das sollte, glaube ich, besser sein. Ich guck mal. Hier kann noch ein weg.
Und das ist nicht hoch genug, ne? Tief genug, meine ich. Dann mache ich es tief genug. Na los, fließe ab! Ich guck mal, wie tief ist es. Ja, da liegt Teer drin. Sogar Loks-Zeugs. Wie auch immer der Loks gestorben ist. Ja, komm. Dann mache ich hier jetzt so eine Art Becken. Abflussbecken. So. Was ist denn mit der Ausdauer? Es geht, ne? Ich glaube, es ist nur wieder meine Ungeduld. So, das sollte vielleicht schon reichen. Ja, ne? Da muss ich gleich von Anfang an direkt tiefer buddeln. Sonst kann ich alles nochmal abgehen. Ja. Das ist mir eine Lektion für die nächsten Teerflecken. So. Steady weg. Und hier. Ich glaube, das reicht jetzt. Ja, das reicht locker. So. Hier. Oh nein. Das hätte ich nicht tun sollen. Nein, diesen Teerblock will ich auch haben. Scheiße, das war jetzt nicht so gut. Den packen wir hier ein bisschen Volumen rein, damit noch mehr abfließen kann. So. Und hier nochmal weg. So. Passt das jetzt? Nee. Shit, ey. Hätte ich direkt von Anfang an anders machen sollen. Das bereue ich jetzt natürlich. Ist ja eigentlich nicht die erste Teergrube, die wir machen. Ich guck mal, ob ich vielleicht trotzdem den Großteil hier schon raussammeln kann. Kann ich die aufheben? Ich glaube nicht. Ich will allerdings nicht überladen sein, sodass dann einiges im Teer landet. Ich mach mal so. Und hoffe, ich kann es aufheben. Ich stelle mich genau rein, damit kein Teerblock verloren geht. Sehr gut. Wir haben sie alle. Ja, und das Fleisch kann da drin liegen bleiben. Und hier nochmal. Sehr gut. Überladen. Da immer schön drauf aufpassen. Weil sonst rollt das hier rein und dann kriegen wir es nie wieder. Gut. Noch auch alles im Rahmen. Hier noch. Hier. Diesen hier. Und da hinten der letzte. Zack. Sehr gut. Jo. Dann können wir hier den eigentlich entweder entfernen oder ich streiche ihn durch. Ich streiche ihn durch. So. Ja, das ist eigentlich Trash. Komm, das lasse ich hier liegen. Und wir gehen direkt zur nächsten Teergrube und diesmal mit mehr Verstand, Energieschild. Jetzt kommen hier gleich wieder Hässliche um die Ecke. Eigentlich muss ich auch nochmal einen Hässlichen von einer Wurzel verprügeln lassen, ne? Um denen zu zeigen, wie stark ich geworden bin. Das wäre dann wirklich mit Kanonen aufspatzen. Oh, da ist ein Dörfchen. Ach, das habe ich schon geklärt. Wie es aussieht. Stimmt. Als wir Totems gesucht haben, ne? Das waren noch Zeiten. Als wir die ganzen Jagluts hintereinander weggeklatscht haben. Das hat aber auch irgendwie Spaß gemacht. Da hatten wir noch nicht einen Stab der Wildnis und so. Da waren wir noch ein bisschen schwächer. Oh, das sieht gut aus. Erstmal die Teerblobs. Da habe ich gerade drei rumhopsen sehen. Erstmal dich. Ciao. Dein Teer. Wow, 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 wow. Huch. Wow, Alter. Okay, okay. Nein, da ist noch einer. Scheiße. Und noch einer? Acht. Okay, okay. Das war gerade übel unvorsichtig. Ich habe eigentlich mit dreien gerechnet. Stattdessen kamen fünf. Okay. Hui. Energieschild. Gut. Da ist noch einer. Und noch einer. Das ist ja unglaublich. Okay, okay, okay. Kommt mal her hier. Hopst mal in meine Richtung, bitte. Damit ich sehe, wo ihr seid. Du stirbst. Und du stirbst. Ist er tot? Bitte sag mir ja. Ich glaube ja. Jo. Ist hier noch einer. Das kontrolliere ich jetzt erstmal. Nee, ne? Ich glaube, das war's. Gut, und hier haben wir eine richtig schön tiefe Stelle. Hier so. Wenn wir von hier da reinbuddeln, sollte das doch... Ja, das ist zwar ein Stück buddeln, aber ich bin ganz ehrlich, dafür ist alles auf einmal weg.
Ne? Wir buddeln jetzt schön hier so rein. Machen es dann leicht abschüssig. Oder aufschüssig. Verzeihung. Je nachdem, wie man es betrachtet, ne? Aber man sagt schon abschüssig. Man sagt ja nie, in welche Richtung abschüssig. Gut, wie auch immer. Ah, da sehe ich einen hässlichen Schwirren. Soll er mal. Solange er uns in Ruhe lässt. Hä? Was war das denn gerade für ein Bug? Die magische Barriere war gerade weg. Oh, sind wir schon da? So viel zum Thema, das dauert ewig. So lange dauert es doch nicht. Warte mal, warte mal. Ein bisschen hier sehe ich eine Erhebung. Hier geht es nach oben, das ist richtig. Und dann hier den Teer weggebuddelt. Schön da in die Mitte rein. Oh, hier gehe ich zu hoch, ne? Tiefer. So. Und hier lang. Sehr gut. Das ist doch viel besser als vorher. Aha. Hab ich dich. Oh, nee, doch nicht. I wish. Na komm her. Hier, komm. Trau dich. Los, hau drauf. Willst du mich verarschen? Was war das denn? Hau zu, wenn sie kommt. Na los, na los. Tu es. Nee, ist zu flink. Tatsächlich zu flink. Dreist. Na gut, hier, Feuerball. Ist ja unsatisfying, dass das nicht geht. Finde ich. Ach, Verzeihung, ich habe einen ganz schön trockenen Hals. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So, weiter geht's. Entschuldigung. Da die Spitzhacke ausgepackt. Und ja, ich buddel einfach mal auf der Höhe weiter und hoffe, dass das tief genug ist. So, ja. Hätte ich ein bisschen tiefer gehen können, glaube ich. Mal gucken. So. Ich buddel einfach, komm. Wir werden sehen, ob es tief genug ist oder nicht. So, erstmal ablaufen lassen. Sonst können wir hier nicht buddeln. Fließe! Ja, das dauert natürlich ein Weilchen. Aber da müssen wir jetzt kurz warten. Obwohl, ich könnte hier schon mal versuchen, mich so hinzustellen. Und ein bisschen weiter buddeln. Vielleicht fließt es dann auch schneller ab. Keine Ahnung. Ich stelle mich mal hier drauf. Guck nach Viechern. Nix. Gut. Das fließt aber ab, ne? Ich glaube ja. Ich habe ja eigentlich alles richtig gemacht. So. So. Sieht gut aus. Ich guck mal. Also, ob das hier an Höhe verliert. Verliert es, ne? Verliert es nicht? Warte mal. Das müsste hier doch eigentlich... Nee. Bin ich hier nicht tief genug? Kann das sein? Ja, das kann sein. Gut. Shit. Habe ich so gut vorgeplant und es hat trotzdem nicht gereicht. Naja, gut. Was soll's. So. So. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Klassiker aus SpongeBob. So, hier. Nein! Bitte nicht tierig werden. Geteert werden. Aber jetzt sollte es doch abfließen, oder nicht? Ah, tut es auch, ne? Ja, das sieht gut aus. Weggebuddelt. So. Hier ist eine Kante, wo es nicht rüberkommt. Das ist die Kante, die ich eben gerade nicht gesehen hatte. Genau hier, wo der Übergang ist. Ich weiß, das ist zwar umständlich, dass ich immer das Inventar öffne. Ich möchte aber gerne diese Sachen alle oben in meinem Inventar haben. Was war das denn? Da ist gerade irgendwas weggebackt. Oh! Es wird dunkel. Wir sollten gleich auf jeden Fall zurückgehen. Ich sammle hier eben noch den Teer ein. Dann gehen wir zurück, schmeißen den Teer weg und gehen pennen. Kann das jetzt mal abfließen, verdammt! Verdammt nochmal! Jedes Mal so eine Krux.
So. So. Da dachte ich, ich habe so gut geplant. Aber es hat überhaupt nichts gebracht. Na gut. Ich hoffe, die Teersachen hier kriege ich trotzdem. Wie ist es mit Gewicht? Oh, warte mal. Ich schmeiß mal diese Teerblobs hier hin. Den Stein brauchen wir nicht. Und ich glaube aber vieles davon, ja, das meiste davon steckt noch fest. Ich nehme mal den hier. Und den hier. Dann den dicken hier. Energieschild. So. Ich probiere der steckt bestimmt fest. Nein! So. Hier. Ja, wir haben keine Lampe. Man merkt sofort. Ne, vor allem mit diesem schwarzen Grund. Also, ihr seid nicht die Einzigen, die gerade nichts sehen. Ah, hier ist einer. Aber da müssen wir jetzt kurz durch. Ich scanne mal kurz so ab, ob hier noch irgendwo Teerblobs sind. Ja, die restlichen sind hier drin. Den hier kriege ich auch noch. Wie ist es mit Gewicht? Ist doch okay. Kriege ich den hier auch raus? Yes! Und den hier auch? Yes! Ja, und jetzt ist hier noch was drin. Der steckt fest. Nicht. Der hier aber. Auch nicht. Hä? Jetzt sind sie alle frei. Oh, ja, ich verstehe. Jetzt liegen da einzelne Teerblobs da drin. Hm, kriege ich die noch? Eigentlich hätte ich die ganz gern. Probier mal, einfach hier nach unten zu buddeln. Damit diese kleine Pfütze, die da ist, sich hier sammelt. So, und gucken wir, ob das jetzt geht. Ja, geht! Yes! Hervorragend! Ja, dann würde ich sagen, Erstellung, zack, hingebaut. Ich habe das Gegenportal gar nicht gebaut, ich bin so ein Storch. Ach, das Notportal! Stimmt. Ja, dann nehme ich das Notportal, komm. Not. Und es ist perfekt Nacht. Jetzt aber schnell. Und hindurch.